Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel am kommenden Donnerstag um 19 Uhr gegen den HBW Balingen-Waldstätten. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Trainer Michael Haas und unseren Rückraumrechten Shime Ivic. Ja, Hassan, die erste Frage geht an dich. Ihr konntet jetzt 3 Spiele hintereinander gewinnen. Jetzt einfach mal die erste Frage: Wie ist die Stimmung gerade aktuell in der Mannschaft und genau, wie hast du dein Team auf das nächste Spiel am Donnerstag vorbereitet? Ja, wenn man 3 Spiele in Folge gewinnt, dann ist es natürlich erstmal gut für die Stimmung. Das, ich glaube, haben die Jungs sich auch gut erarbeitet. Das ist wirklich, tut einfach gut, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Wir hatten es auch in der Vergangenheit nicht allzu oft, dass wir 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Deswegen tut das jetzt erstmal gut. Aber wie es halt so ist im Sport, wir wissen alle, dass das die 3 Spiele sind halt Vergangenheit und jetzt kommt das nächste Spiel. Und da, glaube ich, geht es einfach darum, wieder diese Energie auf die Platte zu kriegen. Und ich finde, dass überhaupt in allen Spielen, die man gerade so sieht, sieht man, dass die Mannschaften, die es am besten schaffen, Energie auf die Platte zu bringen, die es am besten schaffen, mit der Situation umzugehen, dass die besten Chancen auf den Sieg haben. Und im Moment vertraue ich da meiner Mannschaft voll und ganz, dass sie das einfach schaffen, sich aus sich selbst raus, auch ohne Zuschauer so zu pushen, dass erstmal die Grundstimmung passt. Was den Gegner angeht, da kommt jetzt Balingen. Ich finde, eine gefährliche Mannschaft, weil sie stehen natürlich punktetechnisch nicht gut da. Hatten auch ein schweres Programm, haben aber ein paar Spiele auch wirklich knapp verloren. Deswegen finde ich, sind sie etwas besser, als die Tabelle es sagt. Und gerade haben sie im letzten Spiel auswärts in Lemgo gepunktet, was für deren Selbstbewusstsein natürlich sehr gut ist. Deswegen sollten wir gewarnt sein und uns lieber mehr auf dieses Spiel angucken von ihnen, weil sie da einfach gezeigt haben, was prinzipiell drinsteckt. Und darauf werden wir und haben wir uns auch schon, wenn wir uns gut vorbereiten. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir auf uns gucken und einfach uns weiterentwickeln. Und so wie es jetzt auch gerade besonders in den letzten 3 Spielen war, einfach von Spiel zu Spiel besser werden. Dankeschön. Ja, Shime, wie schätzt du denn das Spiel am Donnerstag ein und was musst du und deine Mannschaft machen, um ja, den 4. Sieg am Ende dann zu feiern? Ja, ich denke, dass wir sind in guter Form, gute Stimmung. Am Donnerstag wir spielen gegen Balingen. Wir wissen, das ist jedes Spiel sehr wichtig in der Bundesliga. Und wir haben noch 2 Tage für Vorbereitung. Wir werden eine Videoanalyse sehen und dann ein bisschen Deckung und Abwehr korrigiert. Und ich denke, das ist ein Rezept für Sieg, dass wir spielen fest Deckung und dann schnelle Tore gemacht. Und das ist alles. Okay, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Dann fange ich mal an. Ja, schon angesprochen, man gewöhnt sich fast schon langsam an diese Heimspiele ohne Zuschauer. Gibt es noch spezielle Maßnahmen, die man irgendwie ergreift? Hängt man sich, keine Ahnung, Fanplakate in die Kabine oder lässt die Fans irgendwelche Videos drehen? Muss man sich da auf die Dauer irgendwas einfallen lassen, um da tatsächlich diese Stimmung auch hochzuhalten? Ich glaube, es ist tatsächlich was, an das man sich auch gewöhnen kann. Man kann lernen, damit umzugehen. Und ich finde, dass wir es bis jetzt sehr, sehr gut geschafft haben. Gerade, ich fand, unser erstes Geisterspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da haben wir ein bisschen Zeit gebraucht noch. Aber haben auch in dem Spiel schon gelernt, was wir machen müssen, um in Stimmung zu kommen. Und das, finde ich, hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem ist es natürlich in so einer Situation jedes Spiel wieder eine neue Herausforderung, sich wieder neu zu pushen. Was Besonderes kann man da gar nicht machen. Man muss einfach, dadurch, dass wir jetzt auch so kurzen Abstand haben zwischen den Spielen, ist es vielleicht auch einfacher. Deswegen, glaube ich, schaffen wir das auch wieder, da jetzt in Stimmung zu kommen. Und das ist, wie ich eben schon gesagt habe, einfach das einer der Hauptpunkte momentan. Weil man einfach auch in allen Spielen, die gerade stattfinden, sieht, die Mannschaft, die es schafft, damit umzugehen, die es schafft, sich selbst in Stimmung zu bringen, die hat gute Chancen auf den Sieg. 3 Siege in Folge ist quasi dann eine schöne Routine. Wie schafft man es dann trotzdem, vielleicht so neue Reizpunkte zu setzen, auch im Training, um dann das nicht alles zu selbstverständlich wieder zu lassen? Ich glaube, dass wir das gar nicht so sehr, also gar nicht Gefahr laufen, in so eine Selbstverständlichkeit reinzugehen, weil wir in allen Spielen einfach gesehen haben, dass wir funktionieren, wenn wir aus uns das Beste rausholen, wenn wir voll fokussiert sind und wirklich mit alles, was wir tun, mit 100% machen. Und in jedem Spiel gab es Phasen, wo wir kurz vielleicht gedacht haben, okay, jetzt machen wir einen halben Gang zurück. Und dann lief es auch schon nicht mehr. Und ich glaube, diese Erfahrung reicht, um zu sehen, dass es nicht geht mit halber Kraft. Es wird
diskutiert über die WM und über deren Sinnhaftigkeit in diesen Zeiten. Wie steht der Trainer des HCR Erlangen dazu, der natürlich die Spielerperspektive auch noch sehr nah an sich dran hat und weiß, wie es ist, zu solchen Turnieren zu fahren und gleichzeitig auch sieht, wie es laufen kann? Das ist natürlich jetzt gerade mit dem, was aktuell passiert ist, mit dieser Nationalmannschaftswoche, ist es klar ein sehr aktuelles Thema. Das ist keine Frage. Natürlich ist es in erster Linie bin ich nicht derjenige, der es entscheidet. Ich sehe es natürlich auch kritisch. Ich verstehe natürlich alle Parteien. Es ist klar, wir brauchen eine Nationalmannschaft, wir brauchen eine WM, um die Strahlkraft zu erhöhen. Aber ich sehe es auch so, dass es einfach auch sehr, sehr wichtig ist, unsere Liga am Laufen zu halten. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, ist es einfach schwierig. Sonst bringt auch eine Weltmeisterschaft nichts, wenn unsere Liga pausiert. Ich glaube, dass es in so einer Krise sehr, sehr wichtig ist, dass man da ein bisschen besonnen bleibt und wir uns alle darüber im Klaren sind, dass es einfach eine schwierige Situation ist, in der auch Fehler gemacht werden, keine Frage. Aber dass wir dann gut daran tun, uns zusammenzuraufen und zusammen nach den besten Lösungen zu suchen. Natürlich würde ich es am liebsten sehen, wenn ich keinen Nationalspieler mehr abstellen muss. Weil einfach wir natürlich auch jetzt davon betroffen waren, dass ein Spieler positiv wiederkam. Das ist sehr ärgerlich. Aber machen wir uns nichts vor, es war uns vor der Saison allen klar, dass solche Situationen passieren können. Deswegen müssen wir einfach versuchen, darauf am besten zu reagieren. Konkret auf die Frage nach der WM. Ich hoffe, dass da einfach eine gewissenhafte Entscheidung getroffen wird. Und das ist noch weit weg, aber dass die Leute irgendwann die richtige Entscheidung treffen. Wenn das natürlich möglich ist, sowas durchzuführen, soll man es machen. Ich sehe es auch sehr, sehr momentan, sehr, sehr kritisch. Dann die Frage an den Spieler vielleicht, wie siehst du es? Du willst wahrscheinlich unbedingt zur Weltmeisterschaft fahren. Wenn sie ausfällt, ist es sehr schade. Ja, wenn man will, das ja, immer mit Nationalmannschaft ist, ich liebe zu kommen, zu sehen alten Friends, aber jetzt ist nicht so schön Situation mit Corona. Aber zum Beispiel, ich starte Spiel Handball, nur wenn ich war suchen ein World Champion. Und dann, ich denke, das ist sehr wichtig, das ist um Januar organisiert ein Tournament und Spiel, aber wer weiß, jetzt nicht, ja. Du hast schon betont, wie sehr du sozusagen die Fans immer gemocht hast in der Arena. Gewöhnt man sich als Spieler auch tatsächlich langsam daran, dass die Halle fast leer ist? Oder? Ja, natürlich, mit Zuschauer ist immer langsam, aber jetzt, wer weiß, ich kann nur bereit für Match und dann ein Match startet. Wir haben nur ein Ziel und das ist alles in diesem Moment, ja. Mhm. Du bist Topscorer im Team. Bedeutet dir sowas auch was, dass du das bis sozusagen diesen Titel hast? Ja, das ist gut gefühlt, aber das ist nicht mehr wichtig, ist, dass wir 2 Punkte gewonnen jedem Match und das ist eine gute Stimmung. Aber auch das ist gut gefühlt, ja. Du hast sozusagen Konkurrenzkampf mit Antonio Metzner auf deiner Position. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie versteht ihr euch, wie läuft das ab? Ja, Toni ist ein sehr guter Mann und sehr guter Spieler. Ich denke, dass wir sind nicht geil Type Spieler, aber wir sind gut an dem. Du musst Hassan fragen. Ja, was er gerade gesagt hat, ist eigentlich genau das Richtige. Es sind unterschiedliche Spielertypen, die beide je nach Spiel, Gegner oder Spielsituation einfach was reinwerfen können. Und Stand jetzt funktioniert so perfekt. Im letzten Spiel hat der Kommentator sehr deine Wurftechniken gelobt, wie viele unterschiedliche Würfe du im Tor untergebracht hast. Wie trainiert man all diese Wurftechniken über die Jahre? Wie viele unterschiedliche Würfe hast du vielleicht im Kopf? Ich denke, dass ich mehr trainiert war. Ich war Junge, aber jetzt ich nur komme aus Mensch, weil es wann ist Situation, dann ich würfe Schutt, welche ist. Ich denke, das ist gut in dieser Situation, ja.
Wie wird das vielleicht technisch tatsächlich trainiert? Wie sehr bereitet man sich so auf die Torhüter vor, auch wo man den Ball hinbringt? Beim einen eher vielleicht tiefer, lieber mal, beim anderen oben? Die Frage an mich, oder? Mhm. Also, ich halte es da ganz traditionell. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass ein Torhüter wird dann zum Thema, wenn man sich auf ihn vorbereitet oder wenn man die Spieler da mit Informationen versorgt. Ich vertraue da den Spielern, die ja das allererst nicht erst seit gestern machen, dass sie genau das, was Schiemann gerade gesagt hat, in der richtigen Situation den richtigen Wurf anbringen. Mein Torwart spielt auch mit. Ja, deswegen, ja, natürlich trainieren wir, machen wir auch Wurftraining im Training. Aber wie Schiemann gesagt hat, der hat einfach, die meisten Spieler haben viele Würfe auf Lager, die sie nach ihrem Instinkt in der jeweiligen Situation auch noch anbringen. Schon angesprochen, Balingen hat es sozusagen Selbstvertrauen gewonnen zuletzt und steht aber insgesamt nicht so da, wie sie wahrscheinlich dastehen wollen. Vielleicht noch so auf die Mannschaft bezogen, was macht die aus, was macht sie gefährlich? Balingen ist ja auch eine Mannschaft, die schon lange in der ersten Liga dabei ist und oft auch als Abstiegskandidat gehandelt wurde und es doch auch immer irgendwie geschafft haben. Also Balingen hat es immer geschafft, eine sehr, sehr kampfkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Und ich finde, sie haben einen sehr variablen Spielstil, sowohl was vorne das Spiel angeht, als auch hinten. Sie werden uns da auch immer vor neue Aufgaben stellen. Dazu haben sie auch in den Spielen, die ich bis jetzt analysiert habe, immer Mittel gefunden, sich auf den jeweiligen Gegner gut einzustellen. Und dass dann da eine knappe Niederlage zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen rauskommt, ist natürlich aus deren Sicht sehr ärgerlich. Aber man hat immer gesehen, da stand ein Plan dahinter und da müssen wir vorbereitet sein, dass sie auch gegen uns einen Plan haben. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir haben es vorhin angesprochen, leider wieder ohne Zuschauer am kommenden Donnerstag. Deshalb haben wir uns trotzdem eine Möglichkeit überlegt, wie wir die Mannschaft mit euch Fans etwas unterstützen können. Deshalb habt ihr die Möglichkeit, uns Fotos zu schicken. Und wir werden dann die Fotos auf die LED-Bande packen in der Arena. Das heißt, die Jungs sehen euch dann während dem Spiel auf der LED-Bande und ihr euch auch selbst im Fernsehen. Also wenn ihr Lust habt, damit zu machen, müsst ihr einfach nur kurz auf unsere Homepage gehen und einfach schauen. Da steht alles beschrieben, wie man das am besten macht. Genau, unter anderem haben wir auch noch ein Spieltagsquiz für euch vorbereitet, wo es tolle Preise zu gewinnen gibt und natürlich auch wieder unser Arena TV mit Axel Fischer, die euch ab 18.30 Uhr live vor Ort berichten werden. Also ja, dann sehen wir uns digital am Donnerstag. Tschüss!